Yo Leute, willkommen zu einer Special-Folge von Top 5. Heute gibt es mal die Top 10 Clips aller Zeiten, also von allen bisher 55 Folgen auf meinem Kanal. Letzte Woche musste Top 5 leider ausfallen und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich heute mal so ein Special. Wenn es euch gefällt, dann drückt auf jeden Fall den Daumen hoch. War ziemlich viel Arbeit, diese ganzen 55 Wochen durchzugucken und diese ganzen 55 ersten Plätze zu sortieren. Aber wie ihr seht, ich habe es geschafft und ich will jetzt nicht lange hier noch rumreden. Deswegen fangen wir direkt an mit Platz Nummer 10 heute. Wir beginnen die Woche mit Platz Nummer 10 von TimGamerHD. Der hat mir damals in Woche Nummer 7 einen richtig krassen 2. im Takeout auf SG4 Revamped HD eingeschickt. Platz 9 haben wir noch einen relativ neuen Clip aus Woche Nummer 52. Der ganze kommt vom Infire Clan und die hatten einen kleinen War gegen Rycage und haben da ein 3v4 gepackt. Belegt Mega Sleepy mit einem understackten 2 dem Takeout im Deathmatch. Er hat mega, mega gut gespielt und der Clip ist aus Woche Nummer 22. Nummer 7 belegt heute der erste Platz aus der allerersten Woche Top 5, Mr. Second mit einer richtig, richtig, richtig krassen Killstreak auf Gommel. Hope we will meet there.
heutige Platz 6 hat es in Woche Nummer 30 auf Platz 1 geschafft. Der Clip kommt von Spider-Monkey 987. Sorry auf jeden Fall für die schlechtere Qualität vom Clip, beziehungsweise weil es so lang gezogen ist. Daran kann ich aber nichts ändern. Er hatte mir das damals so eingesendet und ja, ich hoffe, man kann trotzdem alles gut erkennen, aber der Clip ist echt gut. Platz belegt Dust of Shadow mit einem Clip aus Woche Nummer 11. Ich feiere den Clip heute noch mega. Er hat erst einen Understacken-Kill hingelegt und dann noch ein Dreier-Team getötet. Das Ganze war sehr, sehr knapp und ich wundere mich immer noch, wie er da aus dieser Ecke rauskam. Als nächstes auf Platz Nummer 4 hat es Nono2304 geschafft. Er hat die 4 ja schon im Namen stehen. Wahrscheinlich lag es da dran. Nein, aber auf jeden Fall war der Clip aus Woche Nummer 33 ein richtig crazy 3-Hit-Takeout-Feature. Der drittbeste Clip aller Zeiten geht an XSupraX. Er spielt auf Vorder und ist oben bei der Bobby-Taktik, tötet ein Dreier-Team und gleich darauf noch ein Zweier-Team. Mega, mega gut gespielt und sehr verdienter Platz Nummer 3.
19 hat es mit seinem Clip aus Woche Nummer 17 heute auf den zweiten Platz geschafft. Und er hat mir damals einen 3-Team-Takeout im Deathmatch eingesendet. Er hat kaum Secondaries, außer die Rod und den Bogen. Und trotzdem klatscht er das Team einfach richtig weg. Und zum Abschluss Platz 1, Prema X. Glückwunsch auf jeden Fall an dich. Der Clip kommt aus Woche Nummer 15 und viele wissen es wahrscheinlich noch. Die 6K-Runde von ihm, die war einfach mega und ja, keine Ahnung. Ich denke, ein sehr, sehr, sehr verdienter Platz 1. Und wie gesagt, Glückwunsch an dich. Gewonnen hast du nichts, aber egal. Viel Spaß, Leute.